aufgespart fürs Finale. Wurde... Nein, eigentlich kein Finale. Nein! Einfach nur, der Bosskampf wurde aufgespart für den nächsten Part von The Legend of Zelda Skylight. Skylight? Nein, Skyward Sword. Verdammt, was ist mit mir los? So. Jedenfalls begrüße ich euch ganz herzlich zurück. Oh, jetzt geht wieder das Drehen los, ne? So hin. Ah, okay. Ich weiß nicht, die Schlüssel sollten wirklich passgleich sein und nicht so, aber... Okay, ja. Nintendo did it. This way. Okay, okay. Ja, Link, und jetzt? Lauf, lauf! Ich habe ein ganz böses Gefühl bei der Sache. Oh! Moin! Ja, bist du ein süßes? Ein dunkler Ionenskorpion. Nein, wirbeln muss ich schon mal nicht. Stechen, aber ich darf quer schlagen, ne? Ja, gut, dann machen wir es halt so. Energie holen. So. So. Da auch noch. Schön mal zustecken. Der war jetzt simpel. Der war jetzt extrem simpel, simpel, simpel. Alter, fand ich Girahim echt schwerer. Gut, er soll ja auch einen Boss darstellen, aber wahrscheinlich den Endboss und sowas mache ich doch nicht am Anfang. Aber okay, gut. Bin ich dabei. Bin ich voll dabei.
Dürfte ich bitte vorher das Herz haben? Hallo? Hallo? Okay. Klar, irgendein Sog hat da eben gerade den ganzen Sand weggenommen und, mir passiert nichts. Ist natürlich logisch. Achso, da lang. Ups. What? Okay, ja. Das wird echt knapp von der Reichweite. Ja, möchte ich mal ganz kurz anmerken. Aber hat funktioniert. Wow. Oh mein Gott, ist das hell. Schaut mal, wie hell das ist. Nun sind wir auf der anderen Seite. Ibrahim. Impa! Zelda, schnell ins Portal! Welches Portal? Coplay! Nimm dies, du wirst es benötigen! Du hast die Lyra der Göttin erhalten, aber im Moment hast du andere Probleme. Beeilt euch! Coplay! Beeil dich! Bringen Sie in Sicherheit. Pass auf dich auf. Na toll, schon wieder. Ich habe erst noch gesagt, dass ich gegen Girahim nicht kämpfen möchte, aber egal. Troplay, du musst die Hüterin des Siegelhains besuchen. Sie wird dir den Weg weisen. Bis bald. Ganz bestimmt, wir sehen uns bald wieder. Versprochen. Troplay. Ich war bisher wohl zu gnädig mit dir. Für diese Unverschämtheit hast du dir eigentlich eine Strafe verdient. Doch meine Zeit ist mir zu schade, um sie mit dir zu teilen. Aber merke dir. Hör auf, so rumzufuchteln. Nächstes Mal werde ich dir das Leben zur Hölle machen. Okay. Mach mir das nächste Mal das Leben zur Hölle. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre Zeldas Aura nicht mehr. Ach.
Als dieses Portal zerstört wurde, habe ich Zeldas Aura plötzlich verloren. Du kannst sie mit der Aurasuche nicht mehr aufspüren. Zeldas Begleiterin sagte, du solltest die Hüterin des Siegelhains treffen. Ich schlage vor, dass du dich zum Tempel des Siegels begibst. Ja, kann ich gleich gerne machen, aber... Erstmal gibt es hier Rubinchen. Und hundertprozentig gibt es hier auch noch Geheimnisse. Nein. Ameisen. Ja, komm. Danke. Rüsten wir mal ein bisschen. So schlimm damit, diesen Dingern. Was ist ein Speicherpunkt? Ich höre hier doch schon wieder. Wo? Wahrscheinlich dann auf der anderen Seite. Da. Nein! Ich komm hier ran. So. Wir drehen uns. Was haben wir denn hier noch? Haben wir noch irgendwelche Klötze? Das ist jetzt ein Vogel da oben. Du warst drin? Was sagst du? Es gibt einen weiteren Geheimgang? Das hättest du mir früher sagen sollen. Ich hatte schon aufgegeben und war nach Hause aufgebrochen, aber dann hörte ich diesen Lärm und bin zurückgekehrt. Jetzt kann ich das Innere erforschen und danach will ich zum Siegelhain. Ich hab zu tun. Okay, zum Siegelhain will ich auch. Von dem her reisen wir zum Wolkenmeer. Mal schauen, was uns das Wolkenmeer wieder Neues bietet. Ja. So, ich glaube, grün müsste richtig sein. Wald von Firone, ne? Ja. Ja, wobei, jetzt habe ich jetzt mal hier die ganzen Kisten. Das sind jetzt wieder neue Kisten, ne? Das eine Kiste. Da ist eine Kiste und da ist eine Kiste. Das heißt, dann fliegen wir jetzt erstmal zu der Kiste. So. Ha! That's it! Herzmedaille halten. Trägst du sie bei dir, wirst du häufiger auf Herzen stoßen. Nimm sie mit, falls dir deine Gesundheit am Herzen liegt. Ah. Oh. Ja. Das war jetzt knapp. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Halt, wo muss ich hin? Da hinten hin. Alter, der Siegelhain ist ja jetzt gerade voll mit einem Tornado.
Sterben näher. Ja, prima. Ne, eigentlich will ich sogar erstmal dahin. Und abspringen. Erstmal zum Händler. Da ist er doch. So, dann schauen wir mal, was uns der Händler jetzt alles Schönes geben kann. Für 1069 Rubine. Erstmal ein weiterer Taschenplatz, das ist wichtig. Oh. 600 Rubine. Herzteil wahrscheinlich. Oh. Insekten? Nein. Oh. Dann nehme ich doch die Tasche hier. Oh. Und jetzt komm. Thank you. Okay, muss ich jetzt mal zur Bank. Vielleicht noch die ein oder andere Sache aufrüsten, ausbessern, wie auch immer. Bei dir. Oh ja. Items verbessern. Kann ich das verbessern? Finsterhalbmond habe ich noch nicht. Escher Wüstengras. Warte mal, wie viel benötige ich da noch? Und Schattenkristall, okay. Den Käfer. Eine Bienenlarve. Der Käfer wird eine extra Turbo-Funktion eingebaut. Okay. Die Bombentasche. Ach, Mann. Das Schild. Dann brauche ich es nicht reparieren. Hihi. Kein Problem. Okay. Ja, komm. Überspringen wir mal. Ein viel besseres Schild. So, was haben wir noch? 20 Kerne. Ne, das lohnt nicht. So, wo haben wir die Bank? Die Bank war da. Hi. So, was haben wir denn? Schatzmedaille, Herzmedaille. Kleine Dekotasche kann einmal weg. Und dafür nehme ich das mit. Genau. Ja, vielen Dank und so. Mhm. Die Motivation. Pfeile kann ich noch nicht. Nee, 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 nee. Hat die irgendwas zu sagen? Hör gut zu, mein Lieber. Ich habe ein neues Rezept fertiggestellt. Ich nenne es das Wundergebäude, den Ausdauertrank. Na, das klingt doch einfach großartig. Wenn du diesen Trank zu dir nimmst, verringert sich deine Ausdaueranzeige für eine gewisse Zeit langsamer. Zugegeben, dieser Trank ist ein wenig teuer, aber dafür macht er einfach unglaublich, ist er einfach unglaublich praktisch. Das musst du zugeben. Stell dich wie immer einfach davor und sprich mich an, wenn du eine Flasche davon kaufen willst. Ist das der? Hm. Ne, das ist der Rüstungstrank. Oh.
Das ist der Wundertank. So etwas Großartiges bekommst du sonst nirgendwo. Schmier ihn auf dein Schild, um ihn zu reparieren und die Schildanzeigen wiederherzustellen. Und nicht nur das, dabei werden auch noch 4 deine Herzen wieder aufgefüllt. Na, das ist doch beim Kauf wert, oder? 30 Rubine? Nee. Was ist denn jetzt der Wundertrank? Der da wahrscheinlich, ja? Ausdauertrank. Ja, den nehme ich mal mit. Falls ich nochmal in so eine Sandwüste-Dingster-Bumster muss. So. Ja, dann würde ich mal sagen. Prinzesschen. Ich komme, um dich zu retten. Wow, das war knapp. So, dann gucken wir mal. Wo müssen wir hin? Wir müssen zu grün. Komm her. Auf in den Ball von Firone. So ein Vollidiot! Oh, vielleicht hilft mir! Ist echt so dumm? Oh, tut mir alles weh. Hast du nie gelernt, anständig zu landen, Truppe? Was waren das für winzige Vögel? Und was? Was ist das da? Aber wie, wer, wieso, wo bin ich hier? Was ist hier eigentlich los? Nachdem Zelda verschwunden war, bist du ständig irgendwo unterwegs gewesen. Ich habe mir gedacht, wenn ich mich an dich ranhänge, finde ich Zelda. Aber, wo sind wir jetzt? Was ist das hier? Was ist das für ein Ort? Weißt du es, ist Zelda hier? Und den Wolken sollte doch gar nicht sein, oder wie war das? Also, das ist das Erdenreich und, ja, das wurde halt abgeschirmt damals und jetzt ist es halt wieder offen, weil halt hier eine Bedrohung ist und, so ganz komme ich nicht bei dem, was du erzählst mit. Ist der denn nun Sicherheit oder was? Ach gut, sie ist also in Sicherheit. Sie ist in Sicherheit. das ist gut. So ein Glück. Was? Der weint? Was? So, Truppe. Hier ist ja eigentlich ganz nett, also. Es fehlt nur noch ein toller Name. Hiermit nenne ich dieses Land Badonien. Was? Nein! Das ist der Wald von Firone. Was sagst du da, Truppe? Du meinst also, dass die alte Frau in dem Tempel dort weiß, wo sich Zelda aufhält? Alles klar, Truppe. Du hast deinen bescheidenen Beitrag geleistet. Jetzt bin ich dran. Und jetzt ab werde ich mich persönlich um die Rettung Zeldas kümmern. Ich werde sie retten und mit ihr in den Wolkenort zurückkehren. Ich werde um Zeldas Hand anhalten, sie wird Ja sagen und wir werden für immer glücklich sein. Du musst ja sogar keine Hoffnung mehr machen. Hey! Ich gehe dann gleich mal zu der alten Frau. Viel Spaß noch im Leben. Roleplay. Hat dem irgendwer irgendwie... Ach, ich denke nicht weiter drüber nach.
Ah, er hat noch was zu sagen. Hey. Ach, da bist du ja wieder. Und in Eile wie immer, habe ich recht. Mir geht's ähnlich. Ich bin noch immer dabei, die Wunder dieser Erde zu erforschen. Keine leichte Aufgabe. Soll ich dir etwas davon erzählen? Na dann, hör jetzt gut zu. Ich habe nämlich etwas Neues herausgefunden. Es gibt in dieser Welt Wände und Statuen, die auf schöne Klänge reagieren. Willst du mehr dazu hören? Ja, das höre ich gerne. Du bist ein echter Abenteurer. Doch bevor ich dir von Wänden und Statuen erzähle, sag mal, kennst du den Himmelsfalter? Nein. Himmelsfalter ist ein wunderschöner blauer Schmetterling. Und da er nicht nur schön, sondern auch sehr robust ist, kann er in beinahe allen Umgebungen überleben. Du kannst ihn mit Sicherheit auch hier in der Gegend finden. Den alten Schriften zufolge versammeln sich die Himmelsfalter in der Nähe der Statuen und Wände. Beinahe scheint es, als wüssten sie um deren Besonderheit. Willst du mehr dazu hören? Was interessiert dich, Wände? Hey. Den alten Schriften zufolge hat die Göttin diese Wände hinterlassen, damit ein Held sie findet. Und angeblich kommt das, was dieser sich wünscht, dann aus den Wänden hervorgesprungen. Man nennt sie die Wände der Göttin. Willst du mehr erfahren? Ja. Ja, also ehrlich gesagt bin ich noch nicht ganz so weit. Aber beim nächsten Mal kann ich dir darüber mehr sagen. Versprochen. Wände der Göttin. Arthur, Wände der Göttin. Warte mal, war ich da schon? War ich in der Höhle hier schon? War ich hier schon? Achso, hier bin ich wieder. Okay. Ach, Mann, Drecksding. Gut, dann gehen wir jetzt zu der alten Dame. Nö, da ist nix. Wände der Göttin, Wände der Göttin. Ah, mal gucken, was Bardo gemacht hat. Wieder irgendein Unfug. Hä, was soll das denn heißen? Na los, sag doch mal. Es tut mir leid, aber du bist nicht derjenige, der Zelda helfen kann. Ihre Bestimmung, die Welt zu retten, wurde schon vor sehr, sehr langer Zeit festgelegt. Blödsinn. Ich, Bardo, soll Zelda nicht helfen können? Warum sollte ich sonst hier sein, hä? Wer soll dir denn sonst helfen? Das hätte ich mir ja denken können. Du wieder, natürlich kannst du nur alleine Zelda retten. Ja klar, Troplay. Wer auch sonst? Lächerlich. Wen interessiert dieses angebliche Schicksal? Ich pfeife auf das Schicksal. Ich glaube kein Wort von diesem Unsinn. Ah. Troplay, hast du Zelda gefunden? Hm, und die hast du also auch getroffen. Der Name der Frau, die du mit Zelda gesehen hast, lautet Impa. Die Göttin hat sie geschickt, um Zelda beizustehen. Um ihre Bestimmung erfüllen zu können, müssen Zelda und Impa an verschiedene Orte reisen. Aber da Impa das Portal zerstört hat, durch das sie gegangen sind, gibt es nur eine Möglichkeit, ihnen zu folgen. Die Lyra, die Zelda dir gegeben hat, du musst dir ihre Kräfte zunutze machen. Also, Troplay, hast du schon versucht, die Lyra zu spielen? Ich sehe dir an, dass du ein wenig Hilfe brauchst. Keine Sorge, ich kann es dir beibringen. Zuerst solltest du X drücken, um die Lyra in die Hand zu nehmen. Achte auf meinen Haarschmuck und spiele langsam. Sehr schön gespielt. Machen wir weiter. Versuch jetzt in selben Rhythmus wie der Lichtkreis zu spielen. Ich singe zu deiner Musik ein Lied. Dieses Lied wird dir auf deiner Reise natürlich nützlich sein.
Hymne der Göttin erlernt. Diese mysteriöse Melodie stammt aus uralten Zeiten. Das erinnert jetzt so ein bisschen an Twilight Princess, finde ich so, von den ganzen Blöcken her, diese Tetris-Blöcke. Die Lyra, die du hast, das ist die Lyra der Göttin. Sie gehörte der Göttin, die einst dieses Land beherrschte. Ihre Melodien vermögen geheimnisvolle Dinge zu bewirken, ein wundersames Instrument. Und diese gewaltige Wand, die du hier siehst, das ist das Zeitportal. Es ist das letzte seiner Art, die einzige Verbindung zu der Welt, in der sich Zelda aufhält. Wenn du durch dieses Portal gehst, gelangst du zu Zelda. Aber um es zu öffnen, musst du unzählige Gefahren und Hindernisse überwinden. Toplay, du musst diesen Weg beschreiten, auch wenn er gefährlich ist. Dazu wurdest du von der Göttin auserwählt. Es ist also geschehen. Er hat das Siegel gebrochen. Ich hatte erwartet, dass er auf das Erscheinen des Portals reagieren würde. Aber dass das Siegel so schnell nachgibt... Wir reden später, Toplay. Du musst schnell nach draußen, auf den Grund des Siegelhains. Okay. Ich muss schnell zum Grund des Siegelhains. Ich muss da jetzt ganz schnell hin. Was ist das? Die Erde, sie bebt. Ein Erdbeben. Und Feigling. Toplay, schnell zum Siegelstein in der Mitte des Hains. Wer weiß, wann der Böse erwacht. Du musst dich beeilen. Warum glaube ich, dass ich zu spät bin, egal wie ich gelaufen wäre? Ja, ich bin zu spät. Definitiv. Ja, moin. Oh, hi. Der Verbannte. Das Siegel gebrochen. Ich erzähle später mehr darüber. Jetzt musst du erstmal dafür sorgen, dass er nicht aus seinem Loch entkommen kann. Er darf den Tempel nicht erreichen. Okay. Was mache ich jetzt wie? Was mache ich denn? Nein! Mann, jetzt mach nach oben! Was muss ich denn jetzt machen? Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Warte mal. Du hast mich gerufen? Nächstes Ziel. Im Siegelhain hat eine gravierende Veränderung stattgefunden, doch ich kann sie nicht exakt bestimmen. Eile zur Hüterin, lausche ihren Worten und leiste ihnen Folge. Momentane Spielzeit... Alter, ernsthaft? Na, warte mal, halt, ich muss sie aufhalten, ne? So, alle 10 ab.
Und jetzt? Ich weiß nicht, was ich da machen muss. Was muss ich da machen? Truppe, der Siegelstein steckt in dem Stirnverband. Wenn du mit deinem Schwert hineinschlägst, musst du das Erfolg zeigen. Hat es aber nicht. Sekunde. Ah, reinhauen. Okay, sag das doch. Das hat jetzt mal gar nichts gebracht, möchte ich mal sagen, ne? Und er hat auch seine Zähne wieder. Müssen wir es ein paar Mal wiederholen. Schläft er wieder? Wie ein kleines Baby. So, er steht wieder auf. Legt sich wieder auf den Bauch. Komm hier hoch. Ich glaube, aller guten Dinge sind drei. Wie es in den meisten Spielen ist. Oh shit, das wird jetzt echt ein bisschen... Komm her. Oh shit. Yes! Das wird echt knapp. Der ist echt jetzt stärker geworden, also. Da
Haben wir es jetzt geschafft? Ja gut, er war verbannt. Ist er jetzt zerstört? Los, Truppe. Lenk den Himmelsstrahl auf den Siegelstein. Schnell! Yes. Ist er jetzt wieder versiegelt oder was passiert jetzt als nächstes? Hä? Okay. Man muss einmal so mit dem Schwert so zack, 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 okay. Das war jetzt der finale Bosskampf. Das war jetzt Legend of Zelda, danke. sehr gut. Sehr gut, Tropey. Auch wenn er gerade erst erwacht war, ist es beeindruckend, dass du es geschafft hast, ihn wieder in sein Gefängnis zu versiegeln. Leider wird er es immer wieder versuchen, aber zumindest hast du etwas Zeit verschafft. Diese Bestie ist der Verbannte, ein mächtiges und furchtbares Ungeheuer, die Geißel dieser Welt. Er wird nicht aufgeben und immer weiter versuchen, das Siegel, das ihn hält, zu brechen. Du hast nur wenig Zeit, die dir auferlegte Bestimmung zu erfüllen. Komm mit, Tropey, es gibt viel zu bereden. Ist sie jetzt den ganzen Weg hier runtergelaufen und bei dem Tempo, dass sie hochläuft? Oh mein Gott. Das wird jetzt Stunden dauern. Bardo kapiert jetzt, glaube ich, gerade, dass ich wirklich ein Held bin. Wie du siehst, ist das Portal im Moment geschlossen und sieht aus wie ein ganz gewöhnlicher Stein. Ist rot. Um es zu wecken, benötigt man eine besondere, eine sehr starke Kraft. Diese Kraft. Diese Kraft ist das heilige Licht des Himmelsstrahls, der von deinem Schwert ausgeht. Leider besitzt dein Schwert im Moment noch nicht die Kraft, das Portal zu öffnen. Damit du das Portal öffnen kannst, müssen dein Schwert und du noch an Stärke gewinnen. Der Wald von Firone, der Vulkan von Eldin, die Wüste von Ranel. Du musst die an diesen Orten verborgenen heiligen Flammen finden und dein Schwert in ihnen reinigen. Nur wenn es von diesen Flammen gesegnet wurde, erhält dein Schwert die benötigte zusätzliche Kraft. Hinweise zu den drei Flammen sind in der Hymne der Göttin verborgen, die in deiner Heimat Wolkenhort gesungen wird. Finde diese Hinweise und mach dich auf die Suche nach den drei heiligen Flammen. Kehre zuerst zum Wolkenhort zurück. Es muss dort jemanden geben, der den Text dieses Liedes kennt. Nicht er, oder? Es tut weh, das zugeben zu müssen, aber das Mütterchen hat wohl recht. Ich kann Zelda nicht helfen. Urteile nicht vorschnell. Du wirst sehen, auch du hast eine Aufgabe zu erfüllen. Geh nun, Tropey. Um Zelda zu retten, musst du deinem Schicksal vertrauen.
Okay. Gut, also wir müssen jetzt wieder zurück zum Wolkenhort, um diesen Stein dann hier mit der Energie zu bestücken, die wir haben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Truhaut rein. Tschö, tschö.